Willkommen bei Perrespotting. Das ist der Startplatz vor Sella am wunderbaren Lago di Iseo. Der Startplatz hier liegt so ein bisschen an einem Sattel, an einem Einschnitt in einem langen Rücken, der hier einen Kessel an der Nordostseite des Sees bildet. Und hier gibt es ein sehr verlässliches Windsystem, das an thermischen Tagen dann den Wind hier wunderbar heraufströmen lässt. Der Startplatz, wie man sieht, ist hier so an einer grasigen Kuppe eben an diesem Einschnitt. Und ja, ein paar Steinchen, aber ich glaube, für die Leinen wird es hier normalerweise nicht gefährlich. Eine schöne Kuppe, wo man bei stärkerem Wind auch weiter runtergehen kann. Dann tut man sich leichter mit dem Starten. Ja, und nach dem Start fliegt man dann entweder hier rechts an die Kante oder je später der Tag, umso eher dann hier nach links an den Hang und kann wunderschön aufsoaren. Ja, wir sehen hier zwei von drei Landeplätzen. Wir sehen den oberen Landeplatz, sehr schön, eigentlich so der größte Landeplatz. Dann sehen wir weiter unten, man kann es hier nur ein bisschen erahnen, das Ende der Wiese sieht man den sehr, sehr langen Landeplatz an der Anlegestelle der Boote unten am See, direkt am See. Der See liegt auf ca. 200 Meter Seehöhe. Wir sind hier oben auf knapp 1100 Meter, also rund 900 Meter Höhendifferenz hier herauf zum Startplatz vor Sella. Ja, einen dritten Landeplatz gibt es auch noch und der ist hier allerdings nicht sichtbar, ein bisschen hinter der Kante. Der dritte Landeplatz, der ist nicht der größte, sage ich einmal. Also eher dann eine Notoption, wenn man unten den Wind falsch eingeschätzt hat und nicht mehr gegen den Wind vor zum langen Landeplatz an der Anlegestelle kommt. Weil ja auch unten am See das Talwindsystem natürlich dann von Süden bis Südwesten hereinströmt. Und durchaus kräftig werden kann, das sollte man bei der Flugplanung definitiv beachten. Also besser hier am Hang Richtung Süden vorfliegen, wo es gut trägt, und dann erst über den See hinaus, wenn man zum Landen geht. Hier am Startplatz ist ein Bänkchen, sogar ein Simulator und eine Windstation da oben. Herauf zum Startplatz kommt man ja mit dem Shuttle in erster Linie. Es geht eine Straße rauf, die man theoretisch auch hochfahren kann. Aber da braucht man wirklich ein sehr geländegängiges Auto, ein Allradantrieb, einen Pickup oder sowas. Mit einem Allradbus ist es schon nicht mehr möglich. Aber das Shuttle, das fährt meistens unten vom Landeplatz beim Olivenshop, bei der Olivenbar, fährt meistens um 13.30 Uhr rauf. Da kann man auf der Club-Webseite die Kontaktinfos finden. Und ansonsten, man kommt mit dem eigenen Auto auf jeden Fall gut hier bis zur Trattoria, zum oberen Landeplatz herauf und kann von dort zu Fuß heraufgehen. 500 Höhenmeter sind auch bald geschafft.